Gut. Pause ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt euch auch noch mal ein bisschen gestreckt. Und euch mal ein bisschen bewegt hier. Und dann werden wir mal hier schauen, dass wir das hier irgendwie mal zum Laufen bringen. Und ja, wir brauchen natürlich keine solche Villager Farm oder was auch immer. Im Grunde würde ein ganz normales Feld, das wir ab und zu mal abgrasen und wieder neu anpflanzen, würde locker reichen. Aber hey, ein bisschen was Modernes, was Neues, habe ich schon ganz gern hier. Einfach mal zum Testen, zum Ausprobieren wieder mal. Das ist auch ganz schön. Aber brauchen tun wir das bestimmt nicht. Weil wir haben dann so viel Weizen, wenn wir da einmal durchfahren, mit dem wir uns so viel Brot machen können. Das ist einfach, ne? Das ist viel zu viel. Was wir noch anbauen können, ist neben Weizen dann auch noch das Steckrüben. Aber das war es dann auch schon. Automatische Zuckerrohrfarm. Du kannst ganz rechts noch einen Werfer machen. Ja, der fehlt mir noch. Ich habe leider kein Seil mehr. Deswegen ist da noch nichts dort. Okay, also wir legen mal los. Wir holen uns zum einen Wasser und dann auch noch den Weizen natürlich. Und wir müssen natürlich auch Redstone, habe ich jetzt nicht drin, müssen natürlich auch Redstone holen. Weil das soll ja alles noch verkabelt werden. Das kommt ja noch dazu. Also wir brauchen Redstone. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe das schon mal. Ist mein Redstone? Hä? Heute mein Redstone hin. Redstone. Dass irgendjemand mitbekommen, was mit dem passiert ist. Den habe ich irgendwo abgelegt. Ach komm. Oh, da ist er. Oh. Ah, beim Wasser. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Glück gehabt. Okay. Einen. Das Glas lasse ich erstmal hier, weil die Verschönerung kommt ja erst später. Einen Schalter brauchen wir. Gab es da nicht auch mal so einen Hebel? Ich hätte gerne den Hebel statt den Schalter. Ich kann mich erinnern, dass man auch einen Hebel machen konnte. Der ist hier aber noch nicht aufgetaucht. Eine Hacke, genau, die müssen wir noch mitnehmen. Aber erst wollen wir ja checken. Ja, wobei, wir können auch gleich hacken. Dann sehen wir gleich, ob das mit dem Wasser funktioniert. Hebel hilft nicht. Ach so, der springt nicht zurück, oder? Der bleibt in der Position. Ah, okay. Aber ich habe den auch gar nicht hier drinnen. Wie macht man denn einen Hebel? Fackel. Der müsste ein Haken. Ah, da ist er, der Hebel. Dann ist er doch schon da. Okay. Also, wir haben den Schalter. Wir brauchen natürlich ein Schild. Eins reicht. Damit auch jeder weiß. Damit auch jeder weiß, wo er hindrücken muss. Der kommt hier dran. So. Automatische Erntemaschine. V2.1.3. Den Hebel mit einem Observer wenden, dann ist er wie ein Knopf. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was das soll. Im Crafting-Buch gibt es eine Suche. Echt jetzt?
Ah, hier oben. Nee. Wie kann ich denn hier suchen? Ach, daneben klicken. Wer deckt sich denn sowas aus? Meine Güte. Minecraft, deine UI. So, wir müssen... Jetzt müssen wir hier oben Wasser reinschütten erstmal. Und müssen die ganzen Sachen befüllen. Daneben klicken. So, einmal hier rein. Dann müssen wir wieder zumachen natürlich. Sehr gut. Und wieder zumachen. Und wieder zumachen. Muss ich doch mal schauen, ob das jetzt hier... Okay, also es geht auf alle Fälle bis hier vor. Da ist auch alles in Ordnung. Und hier ist auch alles in Ordnung. Okay. So sollte die Farbe nicht funktionieren. Sei nicht so pessimistisch. Das sieht alles wunderbar aus. Dann müssen wir natürlich jetzt das Wasser nochmal auffüllen. Weil die Eimer dann hier rein müssen. Wir brauchen 6 Eimer, ja. Was wir machen müssen, ist jetzt die Redstone-Leitung hochzulegen. Ich würde die ja schon ganz gern irgendwo unten drunter durchlaufen lassen. Ein Eimer zu wenig. Jetzt habe ich einen Eimer zu wenig. Ich brauche ja auch noch die Hacke. Dann hole ich die auch gleich noch. In einer Explosion endet das nicht. Nein. Nein. Explosion. Hacke, Hacke, Hacke. Da ist die Hacke. Eine aus Holz noch. Wahnsinn. Habe ich noch einen leeren Eimer? Da sind noch 2. Ich nehme mal eins zur Sicherheit mit. Vielleicht müssen wir irgendwo nochmal Wasser nachfüllen. Da muss ich nichts mehr bauen. Passt. Kann ich eigentlich hier nachfüllen? Nee, das geht nicht. So, und dann legen wir irgendwie Redstone unten entlang. Und soweit ich das mitbekommen habe, muss Redstone ja immer noch... einfach nur verbunden werden von Block zu Block. Ich habe eine verzauberte Diamanthacke. Du Angeber. So, Wasser brauchen wir noch. Kann ja nicht jeder so dekadent sein wie du. Ein normales Feld hätte es auch getan. Es ist schon wieder sehr groß jetzt hier alles geworden. Einfach ein kleines Feld mit Zaun außenrum. Ne? Na gut. Okay. Dann können wir ja mal hacken. Und schauen, ob hier das alles schön dunkel bleibt dann. Oh, die ist ja gleich kaputt, die Hacke. Die hält ja gar nichts aus. Ich hab doch schon gesagt, Mensch, ihr müsst schon mal aufpassen. Ich hab doch schon gesagt, ich habe kein Seil mehr, damit ich nochmal hier einen weiteren Werfer mir baue.
Unten ist der Auslauf zu kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt doch. Okay, also die Felder werden auf alle Fälle schon mal schön dunkel. Da müssen wir noch zumachen. Ist hier oben alles schon? Nee, dauert noch ein bisschen. Ich glaube, rumlaufen darf man, soweit ich noch weiß. Nur nicht irgendwie rumspringen oder so. Okay. Passt. Anpflanzen tue ich jetzt noch nichts, damit nichts weggeschwemmt wird. Jetzt müssen wir Redstone verlegen. Und zwar von diesem Schalter weg. Ich hoffe, das reicht überhaupt. Redstone. Aber normalerweise 64 Felder müsste locker reichen. Wenn wir jetzt hier unten entlang gehen, ich schau mal, wo ich das hinbauen kann. Wenn ich das hier unten jetzt so ransetze. Ah, okay, das funktioniert. Okay, das heißt, wir gehen hier weiter rüber. Und geht hier unten vor. So. Dann können wir hier wieder zumachen. Dann. Wenn wir hier natürlich dann Glas hersetzen, dann sieht man unten Redstone. Aber ist okay. Du kannst mit Hilfe einer Falltür übrigens auch krabbeln. Ist an mich gedacht. Repeater, war das zum Signal verstärken, oder? Ah, brauchen wir sowas auch noch? Zack, 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 zack. Dann auf alle Fälle, hier müssen wir noch weiter nach hinten. Dann hier irgendwie hochkommen. Okay. Wir schauen mal, wie weit das Signal reicht, oder? Ach shit, jetzt bräuchte ich doch einen Hebel. kann ich so schnell schauen. Wieder weg. Wir bauen uns kurz den Hebel. Ich weiß ja gar nicht, ob ich als Rezept schon irgendwo den Repeater habe. Der Hebel. Hebel. Ein Stock und einmal Bruchstein. Schau mal eben Repeater. Ich habe leider keinen Repeater. Ich kann mir keinen bauen. Ah, okay, hier. Was mache ich denn jetzt, wenn ich kein Rezept für Repeater habe? Ich schaue nochmal, aber dann hätte ich ja was gefunden. Oder es heißt irgendwie anders.
Stärker müsste der heißen. Redstone Fackel. Komparator. Ich hab den nicht. Aufgeben und neu starten. Google. Ah, okay. Wenn wir eine Redstone-Fackel machen, bekommen wir neue Rezepte. Guter Tipp. Sehr schön. Da ist der Redstone-Verstärker. Ist da noch was dazu gekommen? Nein. Also wir brauchen Fackeln. Ich mache mal gleich ein paar Stein und Redstone Staub. Okay. Kann man eigentlich hier aus dem Rezeptbuch auch mehrere machen? Ich muss immer einzeln hier anklicken und das dann so einzeln machen. Mit Shift. Nein, ich wollte ja nicht alle machen. Shift macht auch nur ein. Shift und Rechtsklick. Egal welcher Shift ich mache, Shift links, Shift rechts, macht immer nur ein. Ich kann nur einmal klicken mit Shift und dann ist der Eintrag wieder weg. So, also wir haben ein paar Verstärker. Feine Sache. So, und dann werden wir hier mal ergänzen. Hier was umschalten, weil das so aussieht wie ein Hebel. Ah, ich glaube, das ist die Verzögerung, oder? Wie lange er braucht, bis er hier das Signal weitergeht. Gibt. So, dann müssen wir uns einen Weg nach oben bahnen und dann gehen wir einfach hier außen so vorbei. Theoretisch können wir auch unten entlang gehen. Wir könnten, wenn ich unten drunter bin, ja, können wir machen, dass wir das direkt unten drunter machen. Dass wir das hier wegnehmen. Dann müssen wir hier entlang gehen. So. Und dann machen wir eine Ebene tiefer noch. Und hier marschieren wir dann rein mit dem Redstone. Müssen wir schauen, wie wir hier hochkommen. Okay, also hier kann ich keine. Dann. Sollen wir das so machen? Ah, der legt das selber. Und wenn ich jetzt nochmal. Wie bekomme ich denn da eine Verbindung nach oben? Ich kann ja jetzt hier keine Erde draufstellen. Nee. Was mit der Treppe? Ach so, wir müssen. Ah, wir müssen vorher quasi schon hoch. Ah, wir müssen hier vorne schon hoch. Damit wir hier reinkommen.
Okay. So, dann. Uns fehlt schon wieder Saft hier vorne. Okay, wir machen mal hier einen Repeater rein. Kann ich hier? Ach, das ist doch. Dann machen wir halt hier einen rein. Normalerweise müsste der dann den oben auch befeuern, ne? Dass er dann quasi oben das Signal auch weitergibt, nach oben. So, dann müssen wir hier unten... Ah, da können wir ja einfach hier außen rum gehen. Baue ich nochmal einen Repeater rein, nur zur Sicherheit. Wunderbar. Signal ist da. Geht bis hierher. Und dann werde ich mal den Knopf tauschen vorne. Und dann werden wir mal ein bisschen Wasser reingeben. Ist da nicht schon Wasser drin? Eigentlich hätte da doch schon was rauskommen müssen. Okay, offenbar kommt da doch keine Verbindung zusammen. Das heißt, wir müssen eins höher gehen. Ah, die Sonne blendet! Nee, okay. Also wir müssen offenbar doch eins höher gehen, damit wir hier direkt verbunden werden. Aber ich dachte, wenn das unter dem Teil ist, dann funktioniert es auch. Aha. Dann gehen wir einfach hinten entlang. Dann machen wir hier das nochmal weg. Und wir gehen eins höher. So. Und so. Und dann daran vorbei quasi. Oh Gott. Jetzt wird schon wieder dunkel. Wir können mal schauen, ob wir im Dunkeln dann eine Spinne noch irgendwo finden. So, kurz mal drücken. Ich mache nochmal den Hebel ran. Oh, wer ist hier gesprungen? Das war wohl ich. Redstone muss noch eins höher. Noch eins höher. Wir sind ja eh schon daneben, quasi. Wir sind ja schon daneben. Oh, wir haben hier keine Verbindung. Why is that?